Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Peter Seidel, dein Experte für den richtigen Lebensstil als Typ-2-Diabetiker. Also wenn du selbst betroffen bist und regelmäßig neue Inputs und Tipps zum Thema Diabetes haben möchtest, dann darfst du natürlich gerne den Kanal gleich mal abonnieren. So, und auch heute wieder mal ein wichtiges Thema, und zwar Stress bei Typ-2-Diabetes. Also eigentlich sollte den meisten Diabetikern klar sein, dass Stress nicht besonders förderlich für den Blutzuckerspiegel ist. Und daher musst du als Betroffener noch mehr als andere darauf achten, dass du dir deinen Alltag möglichst gelassen und stressfrei gestaltest. Und bevor ich dir jetzt ein paar Tipps mitgebe, wie du das für dich umsetzen kannst, möchte ich erstmal kurz darauf eingehen, warum sich Stress überhaupt so negativ auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Und dafür müssen wir evolutionstechnisch jetzt erstmal etwas in die Vergangenheit reisen. Es ist ja so, unsere Vorfahren kannten Stress im Grunde nur auf eine einzige Art und Weise, nämlich in Form von Angst, also beziehungsweise im Überlebenskampf. Sei es jetzt mit Artgenossen oder wenn auf einmal irgendwie der Säbelzahntiger um die Ecke kam. Und in solchen Momenten musste der Körper schlagartig von absoluter Gelassenheit auf maximale Höchstleistung umschwenken. Und zwar körperlich und mental. Ja, die Situation musste richtig eingeschätzt werden. Wie soll man reagieren? Wo soll man hin? Dann natürlich noch die Flucht. Ja, wortwörtlich ein Sprint um Leben und Tod. Und diese Leistung können wir nur erbringen, wenn einfach gewisse Prozesse im Körper ablaufen. Und in erster Linie geht es mal darum, in kürzester Zeit ausreichend Energie bereitzustellen. Und das geht eben nur, wenn wir genügend Energie in Form von Glukose, also Zucker, zur Verfügung haben, die uns dann als Treibstoff oder besser als Booster dient. Und das funktioniert natürlich auch heute noch genauso. Ja, und ist auch an sich eine super Sache. Vorausgesetzt, wir brauchen diese freigesetzte Energie, diesen Treibstoff dann auch wirklich. Ja, und da liegt auch das eigentliche Problem an der Sache. Weil heutzutage haben wir eigentlich kaum noch Stress aufgrund von Todesangst oder weil wir von irgendetwas davonrennen müssen. Nein, wir machen uns unseren Stress sogar noch selbst. Ja, und meist auch nur auf mentaler Ebene. Ungünstig ist nur, dass es dem Körper eigentlich völlig egal ist, was den Stress jetzt genau verursacht hat, ja, er reagiert immer gleich darauf. Es wird trotzdem Treibstoff in Form von Glukose freigesetzt, ob wir ihn jetzt brauchen oder eben nicht. Ob wir wirklich von etwas davonrennen müssen oder ob wir nur da sitzen und mit unseren 1000 Gedanken einfach nicht mehr klarkommen. Das heißt, wenn zweiteres jetzt der Fall ist, ja, das heißt eher mentaler Stress, steigt unser Blutzuckerspiegel zwar an, nur können wir im Grunde nichts damit anfangen. Ja? Und infolgedessen sinkt er natürlich auch nicht, wie es der Fall wäre, wenn wir uns bewegen würden. Und normalerweise sinkt der Blutzuckerspiegel dann nach und nach auch wieder. Aber als Diabetiker steht man da natürlich vor einem kleinen Problem. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das heißt, welche Optionen hast du denn jetzt als Typ-2-Diabetiker, wenn bei dir Stress, ja, ich sag mal, zum Alltag gehört, du aber verhindern möchtest, dass deshalb dein Blutzuckerwert ständig durch die Decke geht? Zum einen könntest du natürlich einfach deine Medikamente erhöhen. Ja, vielleicht hast du das sogar schon gemacht, beziehungsweise hat es dir dann vermutlich dein Arzt empfohlen, aber du weißt ja genauso gut wie ich, dass das eher nicht so optimal ist. Ja, das ist eher so die Lösung, die wir nicht so unbedingt haben wollen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du in stressigen Situationen einfach alles stehen und liegen lässt und rennst. Ja, du läufst einfach los. Also die Energie, die dir dein Körper zur Verfügung stellt, direkt wieder verwertest. Ist aber auch nicht so praktikabel, wenn du zum Beispiel gerade in der Arbeit bist. Ich würde dir eher folgende Option empfehlen, und zwar erstens, dass du durch einen vernünftigen Lebensstil, das heißt eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, deinen Diabetes positiv beeinflusst. Also die Insulinresistenz deiner Zellen verbesserst.
und sich dadurch dann natürlich ein erhöhter Blutzuckerspiegel wieder viel schneller normalisiert. Ja, und jetzt nicht nur im Falle von Stress, sondern genauso auch nach dem Essen. Und die zweite Option liegt eigentlich schon auf der Hand. Und zwar, dass du einfach lernst, besser mit Stress umzugehen, beziehungsweise es vielleicht gar nicht erst so weit kommt. Und dazu möchte ich dir jetzt mal drei Tipps mitgeben, die super einfach umzusetzen sind und du auch ziemlich schnell feststellen wirst, dass du bei weitem gelassener über den Tag verteilt bist. Und der erste und wichtigste Punkt, um Stress zu vermeiden, ist ausreichend Schlaf zu haben. Ist auch eigentlich ganz logisch. Wann bist du wohl resistenter gegen jegliche Form von äußeren Einflüssen? Wenn du ausgeschlafen bist, fit, wenn du voller Energie bist, leistungsfähiger, fokussierter und klar im Kopf, oder wenn du völlig erledigt, schlapp, müde und unkonzentriert bist. Dürfte eigentlich relativ klar sein. Und dann ist es doch ganz normal, dass wir bei Schlafmangel mit allem sofort überfordert sind, ja, und uns gestresst fühlen. Wir haben einfach körperlich und mental nicht mehr die Kraft und Energie, uns dagegen zu wehren. Also wenn du für ausreichend Schlaf sorgst, und das sollten mal mindestens 7 bis 8 Stunden sein, dann wirst du auch wesentlich stressunempfindlicher werden. Das kann ich dir versichern. Der zweite Tipp ist vor allem dann sehr hilfreich, wenn du bereits gestresst bist. Also du merkst schon, dass du irgendwie, ja, dass du unruhig wirst, bist schon leicht gereizt auch, ja, alles wird dir einfach zu viel im Moment. Blutdruck und Puls steigen an, ja, vielleicht kennst du solche Situationen. Aber was kannst du da jetzt dagegen machen? Und nein, eine rauchen zu gehen ist nicht die optimale Lösung. Was du machst, ist folgendes. Du lässt dich jetzt mal nicht mehr von deinen Emotionen leiten, sondern du gewinnst erstmal etwas Abstand zu dieser Situation. Ja, das heißt, geh mal irgendwo hin, wo es ruhig ist. Dort schließt du dann für einen kurzen Moment deine Augen und atme einige Male tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Ja, und konzentriere dich dabei wirklich auf deine Atmung. Und mit jedem Ausatmen versuchst du deinem Körper, deine komplette Muskulatur mehr und mehr zu entspannen. Und du wirst merken, dass du schon nach einer Minute viel gelassener, viel entspannter bist. Ja? Die Stressfaktoren, die mögen ja vielleicht noch da sein, aber die Art und Weise, wie du dann damit umgehst, ist jetzt eine komplett andere. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt bei der Sache. Und das bringt uns auch schon direkt zum nächsten Tipp, und zwar: Verschaff dir einen Überblick über deine Aufgaben bzw. über deine Gedanken. Weil Stress entsteht ja meist dann, wenn wir zu viele Gedanken haben und sie nicht vernünftig sortieren können. Ja, da springen wir ständig hin und her, haben keinen Überblick mehr, sind völlig überfordert, wissen nicht, wo wir anfangen sollen und sind dann dementsprechend gestresst. Aber wenn man sich jetzt mal all diese Punkte, zwischen denen man andauernd hin und her springt, ja, wo man nicht weiß, wie soll ich da jetzt damit umgehen, wenn man sich die einfach mal aufschreibt, dann kann der Verstand das Ganze auch wieder vernünftig verarbeiten. Dann stellt sich meist sogar raus, dass es gar nicht so tragisch ist, wie es sich vielleicht davor noch angefühlt hat. Du kannst dann ganz einfach strukturiert vorgehen, ja, was hat Priorität und was kann vielleicht noch warten. Und dann machst du einfach eins nach dem anderen, ja, ohne dich dabei irgendwie stressen zu müssen. Und das beschränkt sich jetzt natürlich nicht nur auf deinen Berufsalltag. Das können genauso auch private Dinge sein, ja. Dinge, die getan werden müssen. Entscheidungen, die noch getroffen werden müssen. Veränderungen, die noch bevorstehen. Ich meine, viele sind ja schon total gestresst, nur weil sie gesundheitsbedingt ihre Ernährung umstellen müssen. Aber auch das ist bei weitem nicht so tragisch, wie du es dir vielleicht noch vorstellst. Ja, weil meiner Erfahrung nach geht es bei den meisten relativ einfach. Ja, so ganz nebenbei, ohne großartigen Stress und Aufwand. Und ich weiß das deshalb so genau, weil ich es immer wieder bei unseren Kunden sehe. Da passen wir das ganz einfach so an jede einzelne Person an, dass die Ernährung definitiv keinen zusätzlichen Stress verursacht.
ja, aber man trotzdem die gewünschten Ergebnisse sieht. Und dann macht das Ganze auch Spaß. Und du bleibst logischerweise auch dran. Und wenn für dich im Moment die Ernährung wirklich noch ein wesentlicher Stressfaktor ist, ja, und du wirklich merkst, das belastet mich im Moment, dann lass uns einfach mal gemeinsam schauen, wie wir das auch bei dir hinbekommen. Ja, dass du zumindest da schon mal einen Haken dahinter machen kannst, dass das einfach passt, dass das keinen zusätzlichen Stress mehr verursacht bei dir. Ja, und dann hast du natürlich auch wieder mehr Fokus für andere Dinge, für wichtigere Dinge. Also wenn du magst, darfst du dich sehr gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und da bekommst du dann wirklich mal eine Strategie mit an die Hand, die einfach umzusetzen ist und vor allem auch funktioniert. Ja? Und den Link dazu, den findest du wie immer unten in der Infobox. Würde mich wirklich freuen, bald von dir zu hören und dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Das war's mit dem Video, das war's für heute. Hoffentlich war wieder was Nützliches für dich dabei, dass du einfach mal gesehen hast, okay, wie kann ich meinen Stress besser in den Griff bekommen? Gib dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne und vor allem eine stressfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Peter.